Ah ja, Kiste läuft. Die neue Kamera mit Mikrofon im Helm. So, das ist Thomas hier auf der F650 und wir starten jetzt. Und los! Hopsa, da ist ja jemand. Da war vorhin noch niemand. Ah, ein Gassigeher. Da mache ich doch mal langsam. Oder am besten wir drehen. Eieiei. Mein Rucksack hängt. Eieiei. Ich muss meinen Rucksack lösen, der hat sich irgendwie verklemmt. So, Rucksack gelöst und ich kann wieder aufstehen. Na, das ist doch was. So, gestern haben wir die Basics gelegt und da wusste Thomas ja so gut wie alles. Und auf diesen Basics, Grundfahrtechniken auf Deutsch, da bauen wir heute auf und wir fahren heute mehr. Ah, ich fahre zu flott. Ah, ein bisschen langsamer. Hier waren gestern noch die ganzen Gemüsebauern und Gemüsearbeiter hier. Wir haben ein geniales Wochenende mit knapp 30 Grad Anfang April. Wow. Und rein. Ah, ist doch ein bisschen los. Die Gassigeher sind unterwegs. Dem kommen wir aber nicht in die Quere. So, ein bisschen Steigung haben wir jetzt auch und ein bisschen Matsch. Sehr gut. Weil wir sind ja hier zum Ausprobieren und trainieren und sicherer werden. Upsa. Ja, ein paar Äste ragen rein. Ups, die blöden Äste hauen mir gegen den Helm. Ist zwar nicht sonderlich steil, aber für ein Übungsfeld optimal. Und jetzt sind wir oben wieder. Und jetzt kann ich mich umgucken, ob Thomas kommt. Ja, guck. Und da ist er. Ja, das sind die typisch fränkischen Straßen. Das hier ist der häufigste Untergrund. Schotter. Upsa. Die Vögel. Er ist da.
Ja, das war eine Runde, gut gesehen. Und jetzt fahren wir hier wieder Schotter. Das hier ist meistens eine ziemlich vermatschte Ecke, aber das sieht heute trocken aus. Oh, okay. Naja, das ist ja easy. Easy peasy. Bergauf, sieht man hier wahrscheinlich nicht mit der DJI-Kamera, aber es ist relativ trocken und das Geheimnis ist wie so oft Schwung, besonders auf einer 300er, die nicht sonderlich drehmomentstark ist, Schwung ist alles. Wir es halt mal. Ich glaube hier ist es besser. Das sieht gut aus. Und jede Menge Wurzelwerk. Ich schalte mal einen zweiten. Thomas kommt. Das meinte ich mit niedriger Schnitt, technische Passagen, sowas hier. Ja, mit der CRF 300 tue ich mich natürlich leicht, weil die leicht ist. Aber das würde ich jetzt auch mit der Transalp fahren. Das ist jetzt nicht unmöglich. Upsa. Oh. Vor lauter Gucken habe ich die Rille übersehen. So, das ist doch ein schöner Pausenplatz. Das machen wir jetzt. Trinkpause. Leiser und entspannter. Komm, wir tauschen. Lass mich mal raus. Danke. Ich behalte lieber meinen. Na gut, dann. Fahren wir da rein. Fahren wir da rein. Und probieren unser Glück hier. Ja. Ja, zum Glück sind die Wurzeln nicht sonderlich
nass heute. So niedrige Drehzahlen möchte die kleine 300er gar nicht. Obwohl die nur schwach verdichtet ist mit 10,7. Aber die bollert mir dann zu stark. Gehen wir mal hier links rüber. Ja, Thomas ist noch dran. So, wo geht's denn hier hin? Ah. Das sieht wieder leichter aus. Was macht ihr jetzt immer? Beschreibt es mal. Immer wenn ich niedrige Drehzahl habe und dann kein Gas geht, Kupplung zieht, dann geht's aus. Eben hatte ich auch beim Beschleunigen, als du auf die Landstraße fuhrst, ich will beschleunigen von 50 auf 80 oder was das war, aus und dann nach 2-3 Metern, bababam, geht's weiter. Blöd. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee.